Das Thema des zweiten Podiums ist Zulassung, Finanzierung, Datenschutz. In vielen Fragen von eben klang das ja schon an. Ich glaube, dass das auch ganz entscheidende Fragen sind. Wie viele Daten werden produziert? Wie werden sie gesichert? Wie machen Schulen das? Ich habe gestern zum Beispiel mit einem Lehrer geredet, der mir erzählt hat, dass sie ihre eigenen Apps produzieren und dass sie ihren eigenen Schulserver im Keller stehen haben. Trotzdem gibt es natürlich Daten, die auf diesem Server wiederum sind. Es ist die große Frage, wie werden die gesichert? Es ist immer noch nicht geklärt, wie das Ganze finanziert wird. Schulen haben kein Budget für Lernsoftware. Und Herr Thalhofer, von den Schulbüchern ist man ja gewohnt, dass es ein Verfahren gibt zur Zulassung. Nicht in allen Bundesländern übrigens, aber in den meisten ist das so. Für Lernsoftware gibt es keine Zulassungsverfahren. Das heißt, all das wird uns jetzt interessieren und wir müssen versuchen, das möglichst geordnet zu diskutieren. Ich würde gerne von Ihnen aus der Schulperspektive gerne mal anfangen. Wo sehen Sie, Sie sind ja eine der ersten Schulen mit einer Schulcloud. Sie sind aus Deutschland weggegangen, unter anderem aus Ärger darüber, was hier alles nicht klappte. Was Sie alles wissen. Sind dann wieder zurückgekommen, um sozusagen die Zeit zu nutzen, um vieles durchzusetzen, was Sie am Anfang nicht machen konnten. Was waren Ihre Erfahrungen, was waren die Haupthürden und was waren die Gründe, warum hat es denn eigentlich gehakt? Die Haupthürden lagen einmal darin, dass man kein eigenes Budget hat, dass man mit Sachbearbeitern aus der Verwaltungswirtschaft oder wie man die, also Fachwirte, mit denen darüber diskutieren musste, ob man einen Beamer braucht für den Unterricht oder nicht. Das habe ich dann irgendwann eingestellt, diese Diskussion, die Entscheidung. Ich habe gesagt, geben Sie mir das Geld oder lassen Sie es. Also ich habe da in einem Umfeld zunächst in einer Kommune gearbeitet, wo das alles sehr traditionell war. Man musste alles bestellen, wie wirklich vor 50 Jahren noch. Und das hat ein paar Monate gedauert, bis die Dinge dann auch kamen. Alles, was wir im Bereich Digitalisierung vor, das ist inzwischen auch schon 12, 13 Jahre jetzt her, was wir damals aufgebaut haben, das ging alles nur über die Eigeninitiative, über meine Lehrer, die da Spaß dran hatten, die das gemacht haben. Und wenn sie da regelmäßig vor die Wand laufen und überhaupt keine Menschen finden, die für offen sind für neuere Entwicklungen, die das mehr verwaltungsrechtlich abarbeiten wollen, dann macht das nicht so richtig Spaß. Das stimmt schon. Deswegen bin ich dann auch, war ich dann auch offen für eine Bewerbung ins Ausland. Mit der neuen Schule, wo ich dann jetzt gelandet bin, habe ich Glück. Also im Moment ist das wirklich Glückssache, wo man arbeitet. In Berlin ist vielleicht nicht so glücklich, in Bayern hat man mehr Geld. Aber es ist nicht nur das Geld, sondern es ist auch die Offenheit und die Verwaltungsstruktur, mit der die Schulen geführt werden. Ich habe jetzt mehr Autonomie. Heißt das, dass Sie ein eigenes Budget an Ihrer Schule haben? Ich habe ein kleines eigenes Budget und ich habe vor allen Dingen die politische Unterstützung oder von der Verwaltungsspitze die Unterstützung, dass ich Projekte wie zum Beispiel so eine Schulcloud angehen kann, ohne dass die sofort sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist mit dem Datenschutz? Sie sprachen es ja schon an, traditionell stehen die Server in der Schule. Gibt ja verschiedene Funktionen des Datenschutzes. Es geht ja auch um Datensicherheit, dass die Daten nicht kaputt gehen und nicht verloren gehen. In meiner ersten Schule hatte ich dann auch das Problem, dass 5 Wochen vor den Sommerferien der Server kaputt gegangen ist, weil man die billigsten Teile gekauft hat, auf die wir gar keinen Einfluss hatten. Aber es gibt wirklich kein Unternehmen, was so pünktlich arbeitet wie Schulen. Da haben Sie schon mal gehört, dass eine Schule die Zeugnisse nicht pünktlich rausgibt. Ja, aber da müssen Sie an Ihre Daten kommen. Das ist ein Riesenaufwand. Und zum Thema Datenschutz habe ich eben auch die Möglichkeit, dass die Stadt mir da vertraut, der ich jetzt bin, dass wir das vernünftig machen mit der Cloud. Wir halten uns da an europäisches Datenschutzrecht. Und ich denke, das ist bedeutend sicherer als alles, was wir bisher hatten. Wir hatten in den ersten 3 Monaten des Jahres 9 Einbrüche in der Schule. Da ging da so eine Gang rum in der Stadt. Wenn die nicht bei mir im Büro gewesen wären, um meinen Tresor zu öffnen, sondern in unserem Serverraum und hätten die Festplatten mitgenommen mit den ganzen Adressen, hätten sie wahrscheinlich mehr Geld verdient. Das Problem ist, dass die entscheidenden Personen in der Verwaltung und vielleicht auch in der Politik, die dann die Gesetze machen,
nicht hinter der Entwicklung hinterherkommen, dass die überhaupt nicht einschätzen können, was eine Cloud ist. Also man fragt einfach nicht nach, ob man eine Cloud verwenden darf, ob man Office 365 oder ähnliche Produkte verwenden darf. Ich mache das nach Aktenlage, ich entscheide das und solange ich nicht grob fahrlässig handle, kann mir ja keiner was. Wenn ich aber frage und ich frage dann meistens Leute, die keine Ahnung haben, dann sagen die, oh, ganz gefährlich, das können sie nicht machen. Mhm. Ja, aber solange, also insofern hat man auch Möglichkeiten, Hürden zu umschiffen. Ich darf halt nur nicht grob fahrlässig handeln und dann kann man auch mit Cloud-Lösungen arbeiten. Aber das ist eine eigene Schulcloud, ja? Also Sie sind nicht in der, zum Beispiel nicht in der HPI-Cloud. Wir sind nicht in der HPI-Cloud. HPI-Cloud ist aber was Ähnliches. Ich würde sagen, naja, das wird jetzt technisch zu detailliert vielleicht. Hinter der Cloud, wir arbeiten tatsächlich mit dem Microsoft-Produkt am Ende, ja. Mit der Microsoft-Cloud. Und die haben halt, würde ich jetzt sagen, die haben einfach mehr Mannstunden dahinter als die HPI-Cloud, obwohl da auch sehr viele intelligente Menschen dran arbeiten. Ich glaube, die andere Cloud ist einfach weiter. Ja? Mhm. Warum soll ich die nicht nutzen? Die halten sich auch an Datenschutzrecht. Und ja. Microsoft kann sich nicht erlauben, gegen irgendwas zu verstoßen. Wird ja sofort, kommt das in die Presse. Ja, die haben ja auch ihre eigenen Hacker, die dauernd versuchen, das System zu hacken. Das habe ich neulich auch gelernt. Ja. Ich würde Sie gerne noch mal fragen, wenn es um Datenschutz und vor allem Notenlisten geht. Es gibt ja Kollegen von Ihnen, die sagen, also die SGVO hat dazu geführt, dass wir jetzt das, was wir vorher gemacht haben, nämlich zum Beispiel Notenlisten im Netz haben, dass wir das gar nicht mehr machen können. Das durften Sie noch nie. Durften Sie noch nie. Nur jetzt ist es nochmal, haben Sie es verstanden, dass Sie es nicht dürfen. Das durfte man noch nie machen. Ja, das darf man eben auch nicht vergessen. Aber Lehrer arbeiten im Grunde wie Unternehmer. Die wollen guten Unterricht machen und die versuchen das auch durchzuziehen. Und wenn aus deren Sicht es Sinn macht, Notenlisten zu führen, das habe ich auch vor 20 Jahren schon als Lehrer angefangen, dann meine Namenslisten, natürlich habe ich die nicht verschlüsselt. Ja, aber ich meine, die Klassenbücher, wo alle Namen und wo früher und die Notenlisten, die manchmal so in den Sekretariaten rumliegen, die unterliegen auch nicht dem Datenschutz. Also die unterliegen auch dem Datenschutz, aber es interessiert keinen Menschen. Das Gute an dem Gesetz ist dann auch, dass man tatsächlich vielleicht doch mal drüber nachdenkt, ob man nicht Dienstlaptops anbringt. Ja, wir haben jetzt Laptops. Wir arbeiten in so einem Cloud-Projekt mit der Firma X-Concept aus Aachen. Die betreuen die. Die Lehrer müssen sich um nichts mehr kümmern. Da haben wir den Datenschutz im Grunde ausgelagert an die Firma, an die Profis. Mhm. Ja. Eine Rückfrage noch: Wenn Sie mit Microsoft Cloud arbeiten, dann generiert ja Ihre Cloud nun wiederum auch Daten, die Microsoft natürlich nutzen wird. Ja, ja, aber die sind anonymisiert, die Daten, das ist klar. Also da sind im Moment noch keine personenbezogenen Daten. Mhm. Also die sind da nicht drauf. Mhm. Gut, ja, das ist aber wichtig zu wissen, weil das ja richtig ein Problem werden kann. Gut. Das, ja. Frau Bock, ich würde gerne Ihren internationalen Blick bemühen. Also das Eckert-Institut hat ja nicht nur den Blick auf die deutschen Schulbücher und Softwares und Lernsoftwares, sondern auch den internationalen. Wenn Sie sich diese Probleme jetzt anhören, die er mit seinem kommunalen Schulträger hatte und jetzt vielleicht weniger hat, was würden Sie aus dem vergleichenden Blick mit anderen Ländern sagen, was zum Beispiel den Umgang mit digitaler Software, Lernsoftware angeht und was vor allem auch die Zulassung angeht? Ja, sehr umfassend. Ich würde vielleicht einmal aus einem Projekt, Global DAS, eine Schule aus den USA bemühen. Wir waren sozusagen an einer deutschen Auslandsschule in den USA, was insofern spannend ist, weil man hat sozusagen den administrativen, inhaltlichen, curricularen Kontext der deutschen Schule, aber in einem kulturellen Kontext eines anderen Landes. In den USA war zu dem Zeitpunkt, als das Projekt lief, Google Classroom ganz klar Favorit. Man macht sich da deutlich weniger Gedanken darüber, was mit Daten passiert. Das Argument der Schulleitung beispielsweise ist dort auch, die Schülerinnen und Schüler, die
sind bereits in der Google Cloud. Die haben alle in der Regel irgendeine App auf ihrem Gerät, mit der sie sozusagen mit Google, mit einem Google-Konto schon verbunden sind. Also das heißt, das, was bei uns viel diskutiert wird, ist in so einem Kontext nicht so relevant. Ja, also ein Beispiel. Die Zulassung. Die Schulbücher werden ja in einem geregelten Verfahren zugelassen. Mhm. Für die Lernsoftware gibt es sowas überhaupt nicht. Und das ist für viele Länder durchaus eine Hürde, weil sie zu Recht sagen, wir möchten schon gerne wissen, was dann in den Schulen eingesetzt wird. Und wir möchten auch im Grunde den Lehrern es abnehmen, dass sie stundenlange Marktforschung machen müssen, was sie sozusagen einsetzen können, ohne Risiko für ihren Unterricht. Genau, da einmal vielleicht nochmal als Gedanke, was soll denn die Schulbuchzulassung in Deutschland? Also das heißt, man schaut sich hier in sozusagen ein komplettes Lehrwerk an, was und prüft unter anderem auch darauf hin, ob das in der Lage ist, den Lehrplan in dem bestimmten Bundesland, in der bestimmten Schulform für eine Schulklassenstufe abzuprüfen. Das muss ich für Apps und für Software und für kleine Tools eigentlich nicht tun. Also das ist sozusagen, das wäre ja mit Kanonen auf Spatzen schießen, wenn ich für jede Lern-App, für jedes kleine Teil, das im Unterricht Einsatz finden kann, ein Zulassungsverfahren finde. Es gibt Vorschläge zum Beispiel, wenn man sagt, dass man sich mit OER befasst oder mit freien Bildungsmedien, gab es eine lange Diskussion in dem Kontext des Mapping-OER-Projekts, beispielsweise dazu, dass man jenseits der Verfahren für Schulbücher eben für diesen freieren Markt ein userzentriertes Evaluationsverfahren hat. Also so, dass man sich orientiert an Sachen, die bei Amazon gang und gäbe sind, Bewertungsverfahren, gute Apps werden häufig genutzt oder häufig genutzte Apps werden sozusagen empfohlen, weniger genutzte eben später angeboten. Also es gibt diverse Möglichkeiten, aber ich glaube, man sollte erstmal in Frage stellen, ob man für jedes dieser Tools wirklich Zulassungsverfahren einführen möchte und ob es nicht sinnvoller ist, für diesen offenen Bereich eher Marktregulatorien, Kriterien zu finden, die eben auch so einen sich an anderen Dingen orientieren, die wir zum Beispiel auf dem Musikmarkt, Amazon und so weiter bereits kennen. Aber würden Sie nicht sagen, dass es zum Beispiel ein gutes Verfahren ist, sowas auf dem Landesserver zu deponieren, dass die Schulen sich das da abrufen können? Ach Gott, da muss ich ein bisschen ausholen. Es gibt im Moment sehe ich zwei Szenarien. Es gibt das eine, das ist die Cloud-Variante. Also wir haben sozusagen einen großen Schutzraum. In diesem Schutzraum findet alles statt, was Schule so braucht. Also Prüfungssituationen, Unterrichtsvorbereitung. In diesem Schutzraum werden sozusagen bestimmte Tools eingebunden, mit denen der Lehrer, die Lehrerin im Unterricht arbeiten kann. Das wäre sozusagen das eine. Das andere ist, man entscheidet sich dafür, dass es ein Sammelsurium, also lauter kleine Puzzleteile geben kann. Jeder Lehrer sucht für seinen Unterricht bestimmte Apps zusammen, vielleicht anhand eines Rating-Systems und so weiter. Das sind sozusagen die zwei Szenarien, die gerade parallel laufen. Ich glaube, die Mischform ist wahrscheinlich das Eleganteste, also dass man sozusagen einen Raum findet, in dem diejenigen, die nicht sehr technikaffin sind, die nicht sehr viel Zeit darauf verwenden wollen, bestimmtes gutes, geprüftes Material zu suchen, sich sozusagen bedienen können an einem Portfolio von Anwendungen und Tools. Aber das muss aus meiner Perspektive offen genug sein, dass sozusagen auch OER, freie Bildungsmedien, aber eben auch proprietäre Angebote genauso genutzt werden können, ohne dass sie ein Zulassungsverfahren haben. Also eine Mischung zwischen offenen und geschlossenen Systemen. Genau, genügend Offenheit, um Flexibilität zu haben für diesen Markt. Mhm. Frau Kruse, das Stichwort ist ja sozusagen Ihres schon gewesen, der freie Markt, und Sie hätten auch auf Podium 1 sein können, nämlich beim Stichwort Gamification, weil Sie ein Tool entwickeln, mit dem man spielerisch Englisch lernen kann, wenn ich das richtig verstanden habe, und zwar in ziemlich frühem Alter. Vielleicht können Sie das einfach mal beschreiben und auch beschreiben, ob das zum Beispiel in Kitas oder in Grundschulen eingesetzt wird. Also wir machen grundsätzlich Lernspiele, das heißt, wir konzipieren, wir gucken uns an, okay, was soll der Nutzer, das Kind, der Jugendliche, die Jugendlichen damit lernen, und
entwerfen dann eben ein Konzept, wie ich eben spielerisch diesen Lerninhalt zuführen kann, auf unterschiedlichste Art und Weise. Das Spiel, was Sie angesprochen haben, ist ein Beispiel. Wir haben aber auch andere Spiele noch, wo es um technische Ausbildungsberufe geht. Die Grundidee ist halt immer, dass man halt eben diesen spielerischen Ansatz nutzt, den Nutzer in eine Welt mitnimmt und ihm ermöglicht, ein Erlebnis zu generieren über das, was gelernt werden kann. Also man lernt halt wirklich, wie ich im Alltag, wenn ich was ganz Neues mache, was mich fasziniert, wie ich da auch lernen würde. Eben sehr praktisch, sehr nah am handlungsorientiert und sehr nah am eigentlichen Objekt. Und vor allen Dingen erlauben wir eben durch das Spiel dem Nutzer sehr viele Fehler machen zu können und eben über diese Fehler selbstständig rauszufinden, okay, wie komme ich denn jetzt weiter, was funktioniert eigentlich, was funktioniert vielleicht nicht. Das heißt eben sehr selbstbestimmt auch in einem eigenen Tempo. Also und ja, zu den Fragen mit freiem Markt, also das macht natürlich alles Sinn, das kann ich auch so unterschreiben. Man kann sicherlich auch sich angucken, okay, was gibt es alles da draußen, kann sich anschauen, wie könnte ich ein bestimmtes Spiel im Unterricht einbauen. Ich kenne aber auch durch die Arbeit und durch die Projekte, die wir machen, natürlich den Alltag eines Lehrers, einer Lehrerin. Man hat auf gar keinen Fall viel Zeit, sich sehr intensiv damit zu beschäftigen. Das heißt, da ist natürlich Hilfe sinnvoll. Bei ein paar unserer Produkte haben wir Lernmittel bzw. Unterrichtsmaterial mit erstellt, dass wir sofort den Lehrern und der Lehrerin das abnehmen und das an die Hand geben. Das heißt, man kann sich das angucken, kann sich genau angucken, auf welche Fächer, in welchem Lehrplan des jeweiligen Bundeslandes würde denn sowas jetzt passen, was dann auch schon das auf jeden Fall vereinfacht. Da muss man natürlich das Produkt noch finden. Wenn ich jetzt in den Stores eingebe, okay, cooles Lernspiel für Physik, dann kriege ich jetzt vielleicht nicht so die Treffer, die ich mir vielleicht wünsche. Also auch da hilft es natürlich, wenn ich an vielen Stellen auf solche Produkte hingewiesen werde. Es gibt aber da natürlich auch schon andere Plattformen. Ein Projekt von der Stiftung Digitale Spielekultur, Spielewelten heißt das. Da stellen Lehrer ihr Unterrichtsmaterial zur Verfügung, was sie benutzen, um Spiele, die für den freien kommerziellen Markt entwickelt werden, dass man das halt für den Unterricht einsetzen kann oder wie man das für den Unterricht einsetzen kann. Das hat den Vorteil, dass halt viele Spiele, wo die Kinder und Jugendlichen auch im privaten Umfeld mit in Kontakt kommen, die sie gut finden, die sie regelmäßig spielen, dass man die halt Teil des Unterrichts macht und halt eben ihnen ermöglicht, dass sie ihre Welt im Unterricht teilen können in den jeweiligen Fächern. Das heißt, die Akzeptanz, der Wille, sich zu beteiligen, ist halt durchweg besser. Die Motivation ist durchweg besser, als wenn ich jetzt sie mit was völlig anderem konfrontieren würde. Wissen Sie, an welchen Schulen oder Kitas Sie eingesetzt werden und gibt es da Rückmeldungen? Gibt es sozusagen Kontakt zu Ihren Nutzern? Also wir wissen über die, es gibt halt Downloadzahlen natürlich im freien Bereich und es gibt eben diese Educational Downloads. Deswegen wissen wir über die Educational Downloads, dass unsere Apps halt sehr gut, sehr viel eingesetzt werden. Wir wissen aber nicht wo, weil Datenschutz. Könnte ja sein, dass die trotzdem mit Ihnen in Kontakt treten. Tun sie aber nicht. Ja gut, manche melden sich dann natürlich und auch bei dem einen Spiel, das wir auf verschiedenste Arten und Weisen an die Schulen geben, auch da stehen wir natürlich in Kontakt mit Schulen. Wir haben da eben auch Pilot- bzw. Testschulen, die uns in der Entwicklung geholfen haben. Da kann ich natürlich was zu sagen, ja. Mhm. Aber das ist jetzt natürlich auch nur ein Bruchteil von denen, die es nutzen. Danke. Herr Thalhofer, Frau Suding hat im Eingangswort darauf hingewiesen, in anderen Ländern sind die Schulbuchverlage gewissermaßen die Treiber für digitale Software. Das kann man jetzt selbst von so einem technikaffinen Verlag wie Cornelsen eigentlich nicht sagen. Kann man auch von Ihren Kollegen Klett nicht sagen. Woran liegt das eigentlich? Wo sehen Sie die Haupthindernisse dafür? Also ich bin dankbar für diese Frage, weil in der Tat bewegt mich das. Ich bin schon lange in der Bildungsmedienbranche unterwegs, mich persönlich sehr stark, wie auch uns als Unternehmen. Und Sie haben es gerade eingangs schon angesprochen,
Wir als Unternehmen haben eine reiche, lange digitale Geschichte. Wir haben in den 80er Jahren schon die erste Lernsoftware rausgebracht. Wir haben nur mal Eindruck zu geben, wie lange wir eigentlich schon über diese Themen dann auch sprechen. Ums Jahr 2003 einen Großteil der nordrhein-westfälischen Grundschullehrer über Online-Plattformen weitergebildet, damit sie Englisch in der Grundschule unterrichten können. Wir hatten eine Diagnoseplattform ausgerollt. Wir hatten eine Schüler-Community gegründet ums Jahr 2000. Und uns hat zwischendurch auch ehrlich gesagt so ein bisschen der Blues gepackt. So in den letzten 5 Jahren, weil wir einfach gemerkt haben, wir haben da relativ viel Geld auch reingesteckt und hatten dann sehr positive Rückmeldungen auch von diesen Versuchen, die wir gemacht haben, von diesen Projekten. Aber es fehlte dann letztendlich immer wieder an den Rahmenbedingungen, also sozusagen an dem Thema Schulentwicklung, Lehrerausbildung dran zu bleiben und schlicht und ergreifend auch dann waren es häufig dann Projektmittel, die dann einfach ausgelaufen sind und nicht für Nachhaltigkeit gesorgt haben. Jetzt jedenfalls für uns, aber ich glaube, das gilt auch für die Branche, sind wir optimistisch, dass wir selbst wieder etwas treiben können und dass langsam so auch die Rahmenbedingungen zustande kommen, die uns wirklich helfen, Mehrwert zu schaffen. Und, welche wären das denn aus Ihrer Sicht? Mehrwert? Nein, die Rahmenbedingungen. Die Rahmenbedingungen. Ich glaube, die erste Rahmenbedingung ist tatsächlich die Finanzierung. Denn ich kann Ihnen berichten, dass wir einen nennenswerten Millionenbetrag jedes Jahr in digitale Entwicklungen investieren. In Aufbau von Lernsystemen, Aufbau von Grundlagentechnologien. Und natürlich ist unsere Erwartung, dass wir das irgendwann auch in der Lage sind, über Budgets an den Schulen auch zurückzuverdienen. Und das ist so banal wie notwendig, da die Rahmenbedingungen zu klären. Und damit stehen wir ja nicht alleine. Sowohl klassische Bildungsmedienverlage, auch wie andere Anbieter, denen geht es ja ähnlich, dass wir hier in Vorleistung treten und dass wir hier Rahmenbedingungen damit schaffen müssen. Eine weitere Rahmenbedingung, Sie hatten es gerade angesprochen, ist das Thema Zulassung. In der Tat sind wir jetzt auch in Gesprächen mit großen Bundesländern. Wie könnte das aussehen? Und sehen auch dort jetzt eigentlich tatsächlich auch eine Bereitschaft, über den eigenen Schatten zu springen und ernsthaft zu prüfen, wie wir da vorankommen können. Also wir sind zum Beispiel im Gespräch mit Bayern, die ja bekannt sind für ihre strengen Zulassungsverfahren. Und auch dort sehen wir eine deutliche Bewegung, um zu Lösungen zu kommen. Und ein weiteres Thema ist natürlich der Datenschutz. Also wir haben jetzt im September echte digitale Schulbücher, die deutlich mehr sind als eine 1-zu-1-Abbildung, die tatsächlich Online-Interaktion ermöglichen, in den Test gebracht. Dadurch, dass wir uns bewusst ist, den Datenschutz zu beachten, schließen wir mit jeder Schule eine Auftragsdatenverarbeitung ab. Und die Praktiker hier können sich auch vorstellen, was das für Furore dann an den Schulen macht, weil wir hatten sehr viele Anmeldungen, die gesagt haben, wir würden gern diese digitalen Schulbücher testen. Als wir gesagt haben, ja, gerne, aber da wir auch die Schülerdaten verarbeiten und auch nutzen werden, um zum Beispiel Lernstandsdaten zurückzuspielen, also müssen wir eine Auftragsdatenverarbeitung abschließen und da brach an vielen Schulen sozusagen das Gespräch ab, mussten wir hinterher telefonieren, mussten wir mit den Schulleitungen sprechen, mussten auch nochmal erklären, was bedeutet das genau, was machen wir mit den Daten, warum machen wir das mit den Daten. Und klar ist, in diesem Pilotversuch können wir das jetzt machen, mit ein paar hundert Schulen telefonieren, aber wir haben 30.000. Also das heißt, das ist nicht der Weg und wir sind da darüber auch im Gespräch mit Kultusministerien, haben das auch geschildert und Meinung ist auf jeden Fall Feedback, was wir gehört haben, es braucht dazu jedenfalls landes- oder gegebenenfalls bundesrechtliche Regelungen und auch Zertifizierungen, um dort zu einem Standard zu kommen. Und das wird, je mehr wir anfangen mit Daten zu arbeiten, desto größer wird dieses Thema werden. Und ganz praktisch stellt sich für Schulen oder auch für Lehrkräfte ja dann die Frage, muss ich denn, in der Regel sind es ja minderjährige Schüler, muss ich denn die Eltern um Einverständnis fragen?
Da gibt es unterschiedliche Einschätzungen, ob man das muss oder ob man das nicht muss. Jedenfalls ist auch die Erfahrung, wenn Lehrkräfte das dann in Elternabenden thematisieren und ein Elternteil widerspricht, ist das Thema, ich weiß nicht, ob Sie auch schon die Erfahrung gemacht haben, ist das Thema ja dann auch schnell wieder tot. Mhm. Und von daher braucht es, glaube ich, für alle Beteiligten da Transparenz und aber auch klare rechtliche Regelungen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Frau Bock, direkt dazu? Ja, aber ein Punkt, den wir nicht aussprechen, aber der Fakt ist, wenn ich weiter diesen Weg gehen möchte und Learning Analytics und verbesserte, individualisierte Rückmeldungen an Schülerinnen und Schüler, dann brauche ich diese Daten. Ja. Und das ist irgendwie klar, ich weiß nicht, es wird nicht ausgesprochen, also das heißt, die Frage, dürfen wir Daten erheben, das ist die falsche, sondern die Frage, wie erheben wir die Daten so, dass wir damit zufrieden sind und uns keine Gedanken machen. So. Ja, also da gibt es ja, glaube ich, die zwei Schulen. Die einen sagen, ja, HPI, Schulcloud ist in Ordnung und wir müssen damit leben, dass das sich auf dem Markt durchsetzt, was eben erfolgreicher ist. Die andere Schule sagt, nur sozusagen Open-Cloud-Systeme, keine Datensilos, keine Plattformökonomie. Nur ich weiß nicht, wie sich das realisieren lässt. Sie schütteln auch schon den Kopf, bitte. Ja, ich finde, das sind Hürden im Moment, dieser Datenschutz, aber den kann man ja relativ leicht umgehen, indem man, also wir arbeiten mit Betamarks, die kriegen von uns eben keine Klarnamen. Wenn die Schüler bequem ihr Passwort ändern wollen, müssen sie selber ihren Klarnamen eingeben und dann kann auch Betamarks gucken, wer das ist, aber ist ganz wichtig, das muss auch alles geklärt werden, aber ich glaube, da wird die Technik wird das Problem lösen, dass das kodierte Daten gehen über Single Sign-On in das Programm rein. Da geht eine kodierte, geht ein Code rüber an die Firma und die gibt dann Daten zurück und die werden wieder ausgepackt. Das ist, glaube ich, untergeordnet. Ich glaube, wir sprechen über politische Rahmenbedingungen. Die größte Hürde bei den politischen Rahmenbedingungen ist, glaube ich, wirklich noch, dass man den Lehrer oder die Lehrerin an sich noch nicht so richtig versteht. Ich sagte ja eben schon mal, Lehrer arbeiten wie Unternehmer, die machen das, was gut ist für ihren Unterricht. Und wenn die sich, die Fragen, das kam ja hier aus den Fragen, klang das ja auch schon ziemlich deutlich an, die wollen wissen, wo ist der Mehrwert für meinen Unterricht? Jetzt gibt es zwei Hauptaufgaben oder zwei Richtungen, die man bei der Digitalisierung beachten muss. Die eine ist, wie kann ich mit Digitalisierung meinen Unterricht besser machen? Und dann muss ich eben auch die Möglichkeiten dazu haben und da kann man drüber reden, wie man will. Geld ist nicht alles, aber an der Stelle braucht man Geld. Das ist ja auch das Problem. Sie investieren haufenweise Millionen jedes Jahr. Sie wissen gar nicht genau, ob es das ist, was wir brauchen in den Schulen, weil wir es gar nicht prüfen. Wenn wir das Geld hätten, könnten es ausgeben, dann würden sie ganz schnell merken, wo sie aufs falsche Pferd setzen und wo nicht. Und wenn wir das eben nicht machen, dann können auch die Leute, die Ahnung vom Unterricht haben, auch gar nicht mitreden bei der Digitalisierung. Ich bin fest davon überzeugt, das sind nicht die Lehrer sind die Hürde, das liest man ja häufig. Die Lehrer sind nur insofern die Hürde, weil sie nur das machen, was gut ist für den Unterricht. Und wenn ich das vor Ort nicht einsetzen kann, warum soll ich denn da Zeit investieren? Das macht jeder vernünftige Unternehmer auch. Ja, und deswegen man braucht mehr Autonomie für die Schulen, man braucht die Infrastruktur und alles andere wird sich dann schon entwickeln, bin ich mir sicher. Hielten Sie es denn für einen gangbaren Weg, dass sich Lehrerverbände mit Kommunen und Ländern zusammensetzen, um sowas mal konkret zu besprechen, ob zum Beispiel ein Landesserver eingerichtet wird, was da drauf kommt, wie man mit dem Datenschutz umgeht? Oder halten Sie gar nichts davon, sondern sagen Sie, ich möchte die Autonomie für meine Schule mit einem möglichst hohen Budget und möchte nicht so viel nachfragen? Sie haben ja schon gesagt, wer viel fragt, kriegt viel Antwort. Nee, also das wurde hier auch schon besprochen. Ein Landesserver mit einem Angebot halte ich für volkswirtschaftlich absolut sinnvoll, damit Lehrer eben ihre Arbeitszeit nicht damit verbringen. Stunden hat eben auch nicht jeder dieselbe Ausbildung, die ich habe und kann mich so frei entscheiden, weil ich einen Überblick habe. Das ist absolut notwendig, das müssen die auch machen. Geschieht ja nun auch in großen Bundesländern. Nur würde ich sagen, sollte man das trotzdem offen lassen, auch ob man einer Schule, ob man damit arbeitet oder nicht. Und dann, auch dann wird das Land sehen, so wie die Schulbuchverlage, ob sie ins richtige Material und die richtige Liste investiert haben. Ich glaube, die Fachkompetenz liegt bei den Lehrern. Und wenn wir die Lehrer nicht in die Situation versetzen, da mitreden zu können, fundiert,
dann werden wir die Diskussion den Schulbuchverlagen, was, die dürfen ja mitreden, aber wir dürfen denen nicht die Diskussion überlassen, wir dürfen nicht den Angelsachsen die Diskussion überlassen oder auch nicht den internationalen Konzernen. Aber das geht nur, wenn Lehrer auch mitreden können. Aber die reden nur dann mit, wenn sie auch die Erfahrung machen können. Das heißt aber konkret für Sie Fortbildung in jedem Fall, Lernmittel zur Verfügung stellen und den Mehrwert klar zeigen, damit sie sich überhaupt dafür interessieren. Und die Infrastruktur haben. Ja. Sonst nützt es, gibt es schon lange Fortbildung zu dem Thema, viel zu wenig natürlich. Aber auch deshalb, weil die nicht nachgefragt werden. Die Fortbildung werden nicht deshalb nicht nachgefragt, weil die Lehrer das nicht wollen, sondern weil sie keine Möglichkeit haben, das umzusetzen. Ich habe selbst 1990 angefangen, über intelligentes tutorielles System zu promovieren und habe das dann später nie eingesetzt, weil ich einfach die Infrastruktur nicht hatte. Mhm. Und da, als ich die Infrastruktur hatte, war mein Programm so alt, das lief nur unter Windows 3.11. Herr Thalhofer, Sie wollten direkt dazu. Genau, also daran anschließend, unsere Erfahrung ist auch tatsächlich, dass die Lehrkräfte motiviert sind und auch sehr interessiert sind, digitale Medien einzusetzen. Und was man auch sehen muss, ist ja, dass unsere Studiendaten zegen, dass 80-90% der Lehrkräfte ja auch den Unterricht digital selbstverständlich vorbereiten. Also das sind keine Digitalmuffel, das muss man wirklich, glaube ich, vorweg sagen. Gleichzeitig hat natürlich die Lehrkraft eine ganz hohe Verantwortung, im Unterrichtsprozess auch zu Ergebnissen zu kommen. Und das sorgt für ein Sicherheitsgefühl, über das sich manche lustig machen, aber das ich sehr gut nachvollziehen kann, weil es geht ja darum, tatsächlich die jungen Menschen den Kompetenzen beizubringen. Und deshalb sind die Rahmenbedingungen, also damit meist sowohl die Infrastruktur als auch Prozesse und die legalen Bedingungen so wichtig, um den Lehrern da auch Sicherheit zu geben. Und eine Anmerkung ist mir auch wichtig, die wir bei der ganzen Debatte nicht vergessen sollten. Wir müssen, glaube ich, auch immer wieder darauf zurückschauen, welche Probleme wir eigentlich lösen wollen. Mhm. Und das ist auch immer so ein Punkt, wo wir uns an die eigene Nase fassen, denn es ist schlicht und ergreifend so, dass am Ende der 4. Klasse ca. 20% der Grundschülerinnen und Grundschüler nicht ausreichend lesen können, also nicht die definierte Kompetenzstufe erreichen. Und das ist ein Thema, das müssen wir insgesamt lösen, glaube ich, weil es ist absehbar, dass diese Bildungsbiografien nicht wirklich gut gelingen können. Und B, um nochmal darauf zurückzukommen, ein ganz konkretes Beispiel zu geben, da können auch wiederum digitale Medien helfen. Wir testen jetzt gerade eine digitale Leseförderung, die einfach den Lehrern und Lehrerinnen hilft, Kompetenzstufen festzustellen. Natürlich könnte man auch sagen, klar, das kann eine Lehrerin auch ohne digitale Medien machen, aber was ist der Punkt? Ich bekomme es eben viel schneller mit. Ich bekomme es in einer Klasse von 25 Kindern mit, so groß sind nach wie vor Grundschulklassen auch. Und ich kann, und das ist ja vorher angesprochen worden, auch schon von Frau Vogt von Bettermarx, dann als Lehrkraft individuell auch darauf reagieren. Dass man die Lesekompetenz so feststellen kann, habe ich vor 18 Jahren schon in Finnland gesehen. Warum dauert das eigentlich so lang, bis solche Sachen, die ja offenkundig schon entwickelt sind, von denen wir wissen, dass andere Länder sie schon regelmäßig einsetzen, hier überhaupt bekannt werden, eingesetzt werden, in den Unterricht kommen? Herr Wettscheider, Sie haben doch die Niederlande gesehen. Ja, einmal sind es die technischen Voraussetzungen. Ich denke, die waren vor zehn Jahren in den skandinavischen Ländern da auch schon weiter technisch. Und wenn ich es technisch nicht einsetzen kann, dann mache ich es auch nicht. Das andere sind eben auch die bürokratischen Strukturen, unter denen wir arbeiten. Es ist alles durchbürokratisiert, es ist alles ziemlich genau geregelt. Aber diese Regel- und Rechtsverordnungen, die entwickeln sich nicht in der gleichen Geschwindigkeit, wie sich die digitale Welt weiterentwickelt. Deswegen plädiere ich ja immer dafür, dass die Schulen einfach mehr Autonomie brauchen. Mhm. Frau Bock? Es hakelt auch an einem ganz, ganz offensichtlichen Punkt. Und zwar sind das für mich die Prüfungsstrukturen und diese Fokussierung auf Bewerten, Abfragen, Prüfen, weil das steht in ganz klarem Gegensatz zu den 4Ks, die wir heute schon so oft besprochen haben. Also in der Schule laufen im Prinzip zwei Prinzipien gegeneinander. Das eine ist das Leistungsprinzip, Schule soll auswählen, selektieren, soll irgendwie die Guten von den Schlechten trennen, auch wenn das niemand laut sagt, aber dafür sind die Noten in der Regel da.
um sozusagen einen also abzuprüfen, wer steht wo. Das ist das eine, was dort vermittelt wird. Das andere ist aber ein Gemeinschaftsprinzip. Dort soll ich in der Schule, soll ich eigentlich lernen, als Schülerinnen und Schüler Teil der Gesellschaft zu werden, ein Demokratieverständnis zu bekommen, Partizipationsmöglichkeiten zu erhalten, also kollaborativ arbeiten, kreativ sein und so weiter. Aber das sind diese zwei Prinzipien, die gegeneinander laufen. Und ich habe so viele Beispiele mittlerweile aus Gesprächen, aus Unterrichtsbeobachtungen, wo das hehre Ziel, wir wollen alle zusammenarbeiten, völlig konterkariert wird in der Situation, wo die Prüfungssituation eintritt. Wir haben es vorhin gerade das Beispiel gehört. Man macht 7., 8., 9., 10. Klasse digitalen Unterricht, Projektarbeit, interaktives Miteinander, kreatives Dinge erschaffen. Und dann muss man auf einmal in der 11. Klasse sich wieder hinsetzen und mit Hand schreiben, weil das Abitur in Deutschland nicht vorsieht, dass man das digital ablegen kann. Also das heißt, das eine, wir müssen hinterfragen, wollen wir diese Art von Prüfung weiter aufrechterhalten? Wollen wir vielleicht diesem Noten geben in einer bestimmten Klassenstufe oder in bestimmten Klassenstufen vielleicht einfach weniger Raum lassen und mehr Platz zum Entfalten lassen? Und dann müssen wir fragen, wenn wir sagen, nein, wir wollen am Prüfen festhalten, das ist sozusagen ein zentraler Teil unserer Gesellschaft, Klassengesellschaft zu erhalten oder Stufen, Hierarchien, Rangordnungen zu erhalten, dann brauchen wir einen klugen Weg, um digitale Prüfungen zu ermöglichen. Herr Bettscheider, direkt dazu, Frau Kruse auch. Ja, bitte. Ja, also zum einen kann ich natürlich sagen, Kreativität und Kollaboration ist das, was man perfekt mit Spielen machen kann. Zum anderen möchte ich das aber auch nochmal insofern unterstreichen, weil ich ja eben auch Unternehmer bin und genau die Leute, die durch das Bildungssystem durchrutschen, bei mir ankommen im Moment. Wir suchen auch gerade nach neuen Leuten und es ist extrem schwierig, weil wir in einem kreativen Umfeld natürlich arbeiten, also Technikverständnis ist das eine, aber eben auch viel Kreativität, viel an Dinge denken, wo ich gestern noch nicht wusste, dass die heute existieren. Das ist halt sehr schwierig, also überhaupt jemanden zu finden, der eben durch dieses sehr verschulte System, ich muss nur auswendig lernen, damit ich am Ende eine Note bekomme, bewertet werde und mir jemand vorher genau sagt, was ich zu tun habe, vorher mir jemand genau sagt, das kommt in der Prüfung dran, das ist Teil des Abiturs und ich so gezielt darauf lerne, dass ich A, nicht weiß, wie ich selber lernen soll, das war ja auch schon im Podium vorher Thema, die wissen nicht, wie sie lernen, also zumindest die Leute, die ich gesehen habe zum Teil nicht und die wissen nicht, was sie möchten, aber sie haben halt auch komplett jegliche Kreativität verloren und das ist halt was, wo ich denke, wo eben nochmal Studien angesprochen sind, hilft einem das digitale Lernen was? Die Frage ist ja auch, belegen denn die nicht vorhandenen Studien, dass das alte Lernen die Leute produziert, die wir morgen brauchen? Und da habe ich ein ganz großes Problem mit, weil das sehe ich gerade nicht so. Herr Bettscheider, ich glaube, ich muss jetzt mal widersprechen. Das ist mir alles. Ja. Alle sind einer Meinung. Das kann so nicht gut gehen. Also ich habe das Gefühl, dass Sie beide nicht so richtig wissen. Ich sage es jetzt mal ganz überspitzt, damit es ein bisschen interessanter wird, wie es in den Schulen zugeht. Ja, also Kreativität als Lernziel, Kollaboration als Lernziel. Das gibt es, ob ich das mit oder ohne Rechner mache, das ist vollkommen irrelevant zunächst. Ob das der Rechner besser dazu beitragen kann, man kann natürlich individualisierter lernen mit dem Rechner, das ergibt einem Möglichkeiten oder öffnet einem Möglichkeiten, die man vorher nicht hatte. Aber diese 4Ks, die haben nichts mit Digitalisierung zu tun. Das ist eine Frage, wie man unterrichtet. Und wenn Sie, da brauche ich keinen Rechner für, um diese 4Ks zu unterrichten. Um auf die Prüfung und die Notengebung, es gibt ja, wie wollen Sie das machen? Als Staat haben Sie eine Gesamtverantwortung. Es kann ja nicht vom Zufall abhängen, was ein Kind im Laufe seiner Schulzeit lernt. Es hängt sowieso schon sehr stark von der Persönlichkeit des Lehrers ab, den es zufällig hat. Aber in irgendeiner Form hat der Staat auch eine Verantwortung, das Ganze auch zu regeln. Jetzt hat er zwei Möglichkeiten. Entweder er regelt das, was die Lehrer machen, also eine regelorientierte Steuerung, oder ich messe den Output. Noten sind ja auch nicht nur dazu da, um auszusieben. Also sonst hätten wir nicht 50% eines Jahres auf dem Gymnasium heutzutage. Mehr. Oder noch mehr, je nachdem, wo man gerade ist. Noten haben ja auch die Möglichkeit, eine sehr kurze Rückmeldung zu geben, wo ich gerade stehe. Die Frage ist immer nur, wie gehe ich mit Noten um?
Ja, ob ich jemanden Schüler stigmatisiere, wenn er jetzt eine 5 geschrieben hat, das ist ja alles so relativ. Es gibt Kinder, die sind bei einer 2- schon traurig und es gibt Kinder, die sind bei einer 5 nicht traurig. Meistens ist das nämlich so, deswegen stehen sie so schlecht. Man kann auch über die Art und Weise, ob man eine Rückmeldung reduziert auf 6 Zahlen, kann man ja durchaus diskutieren. Aber irgendwie eine qualifizierte Rückmeldung brauchen die Schüler, wollen die auch haben, damit sie wissen, wo sie stehen. Durch digitale Medien kann man viel intelligentere Rückmeldungen geben, weil das sehr stark individualisiert ist. Aber dazu muss man natürlich so ein bisschen Schülermodell digitalisiert haben. Das heißt, das Programm muss dann so ein bisschen auch die Lerngeschichte der Schüler auch mitschneiden. Dann sind wir dann wieder beim Datenschutz. Aber wie gesagt, ich denke, das ist kein großes Problem. Aber zu denken, dass Digitalisierung jetzt dazu führt, dass alles besser wird und 21st Century Skills. Es gibt übrigens Leute, die können viel mehr leisten, wenn sie alleine in Ruhe an ihrem Zimmer sitzen. Ich weiß nicht, ob Albert Einstein so erfolgreich gewesen wäre, wenn man den gezwungen hätte, mit 4 Leuten zusammen an einem Projekt zu arbeiten. Gut, das sind jetzt ganz viele Themen. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt mal diese Notenfrage komplett vernachlässigen. Sonst können wir den Rest der Diskussion nur über Noten reden. Und dann müssen wir auch über Noteninflation und sowas reden. Ja, also Prüfungsformate haben wir, glaube ich, in einem anderen Podium hinreichend beredet. Ich finde es wichtig, oder ich würde Sie jetzt gerne bitten im Publikum, ich habe Ihnen gesagt, es gibt jetzt mehr Zeit für Fragen. Es ist jetzt 5:40. Ich würde Ihnen gerne die Möglichkeit geben, dass Sie konkret rückfragen und dass Sie vor allem auch nochmal berichten, wo sehen Sie die Haupthindernisse, wo hakt es und was muss man denn konkret tun? Das ist doch auch der Sinn dieser Veranstaltung. Frau Suding hätte doch hinterher gerne auch gewusst, was muss man konkret einbringen, was muss man fordern? Ja, davon habe ich noch nicht so furchtbar viel gehört. Deshalb bitte ich Sie jetzt alle da an dem Punkt nochmal mitzuarbeiten und Ihre Fragen zu stellen. Und das Podium wird gerne darauf reagieren. Bitte. Ja. Ja, eine Frage an die Wirtschaft. Die hat immer nach Finanzierung gerufen, nach Geld. Wie stellen Sie sich vor, wie der Staat und die Gesellschaft denn Geld ausgeben sollte? Sie sagen, ja, so ist es gut, also um auch die Lernmittel zu optimieren und dass wir als Gesamtgesellschaft was Gutes bekommen und nicht, dass der Staat einfach unsinnig Geld verstreut für noch mehr Unternehmen. Ja, Herr Thalhofer. Darf ich direkt darauf antworten? Ja. Sie auch, Frau Kruse. Punkt 1 ist das, was wir vorher schon angesprochen haben. Wir sind an so einem Punkt, wo auf der einen Seite jetzt das System, also ist in Ländern immer ein bisschen unterschiedlich geregelt. Zum Teil sind es Landesmittel, zum Teil sind es Landesmittel, die dann über die Kommunen, also die Sachaufwandsträge, eben genutzt werden. Aber wir brauchen klare Regeln und Vereinbarungen, dass dieses System so adaptiert wird, dass man auch digitale Lernmittel, die dieses Curriculum abbilden, auch finanzieren kann. Und da wird ein Punkt, um mal deutlich zu machen, wo sind da eigentlich Hindernisse, ist, dass wir bisher die Schulbücher sozusagen einmal verkauft haben. Da stand ein Preis dran, 20 Euro, 25 Euro und damit war es gut. Wenn wir jetzt aber auf digitale Modelle gehen, die in der Cloud sind, die aktualisiert werden, die gepflegt werden, ist so ein Einmal-Transaktionsmodell nicht mehr richtig. Sondern müssen wir eigentlich darüber nachdenken, entsprechende Abo-Modelle einzurichten. Das heißt, eine jährliche Gebühr für Schülerinnen, für Schüler oder für Schule. Das ist üblich, auch das kennen Sie auch von ganz anderen Zusammenhängen, wie Spotify etc. Und es hat seinen Grund, so ein Modell aufzubauen, weil man einfach eine andere Wertschöpfung an der Stelle hat. Heute kann ein Sachaufwandsträger so ein Abonnementmodell nicht abbilden. Das ist ein Punkt. Zweiter Punkt ist, wir haben jetzt ganz konkret in der Finanzierung häufig das Modell Schülerbuch, geht in die Ausleihe, wird vom Sachaufwandsträger gekauft, das Arbeitsheft wird von den Eltern gekauft. Diese Trennung Schülerbuch-Arbeitsheft ist ja aus einer didaktischen und dann auch aus einer digitalen Sicht eigentlich eher eine künstliche. Wir packen das in einem digitalen Schulbuch zusammen, aber wie kommen dann sozusagen die ganz konkreten Finanzierungstöpfe, Elternbudget, öffentliches Budget zusammen. Das muss geregelt werden. Das klingt ein bisschen banal, aber dahinter stehen Gesetze, Landesgesetze, bestimmte Verwaltungsvorschriften. Und wenn wir da nicht eine Lösung finden, ganz konkret, wie können wir das regeln,
wird es einfach nicht funktionieren. Vielen Dank. Frau Kruse? Genau, also für das Schulbuch, wie Sie ja gerade schon gesagt haben, da gibt es ja schon ein Budget, aber für eben alles, was nicht das Schulbuch ist, gibt es halt eben keins. Also es gibt kein Budget, um digitale Medien in der Schule runterzuladen, zu erwerben, und das muss natürlich da sein, und da geht es auch gar nicht darum, irgendwas zu verstreuen. Da würde ich Ihnen natürlich recht geben, dass der Lehrer, die Lehrerin da die Hoheit hat, was angeschafft werden soll, aber wenn es halt gar kein Budget gibt, dann guckt man sich natürlich auch nicht um, oder dann lädt man im Zweifel halt eben das runter, was halt kostenlos ist, aber alles kann halt auch dann nicht kostenlos sein, weil irgendwer muss sich ja hinsetzen, das umsetzen, und dann ist halt die Frage, wer finanziert es denn, also wer finanziert das Ganze dann, wenn es kostenlos sein sollte oder muss. Und dann im anderen Bereich wieder, gerade wenn wir jetzt nochmal über Spiele aus dem Unterhaltungssektor denken, das sind ja Medien, mit denen sich die Jugendlichen heute durchweg beschäftigen, die man auch eben als Teil des Unterrichts durchnehmen kann, aber auch um die zu zeigen, zu analysieren, zu besprechen, brauche ich natürlich entsprechende Geräte, Stichwort Hardware, aber halt natürlich auch eben die Möglichkeit, diese zu erwerben. Also wenn man ein Spiel wie eben einen Film oder ein Musikstück oder ein literarisches Buch betrachtet, auch die werden ja angeschafft oder müssen angeschafft werden, und auch dafür fehlt es an Budget. Ja, Frau Bock. Genau, zum Stichwort, wo sollen die Gelder herkommen für Bildungsmaterialien? Der Link zum Beispiel nach Norwegen, die haben das sehr elegant gelöst, finde ich. Die haben aus dem Topf, der generell landesweit zur Verfügung steht, haben sich quasi darauf geeinigt, dass alle Regionen in Norwegen, das ist so ein bisschen analog zu unseren Bundesländern, 10% des Budgets, das sie ausgeben für Bücher, in einen gemeinsamen Topf geben, und aus diesem Topf heraus können Materialien produziert werden. Das können OER sein, das können andere Materialien sein, die wiederum in eine gemeinsame landesweit nutzbare, von allen dortigen Regionen nutzbare Datenbank einfließen. Und dann hätten wir so ein Modell, wir würden nicht von, also ne, das kann man sozusagen rauf und runter fahren, diese Summen, die für Bücher oder eben für andere Materialien verwendet werden. Aber man hätte sozusagen mal eine Möglichkeit, was auszuprobieren und auch einen Bestand zu schaffen von geprüftem Material. Das Saarland macht es zum Beispiel schon seit Ewigkeiten, die arbeiten mit der Lernwelt. Das ist sozusagen auch eine Plattform, bei denen die Lehrerinnen und Lehrer selbst Material erstellen, und diese Bank wächst und gedeiht sozusagen. Herr Wettscheider? Ja. Also ich brauche gar kein Budget für digitales Material. Ich brauche einfach ein ausreichendes Budget für Unterrichtsmaterialien. Das habe ich auch in einem geringen Maße, und ich kann auch, wir haben mit Betamax auch, die haben ja auch im Grunde Lizenzgebühren. Genau. Ich darf die für ein Jahr benutzen. Ich lasse mir ein Angebot machen für 1-2 Jahre, je nachdem, wie viel Geld ich drin habe, und dann bezahle ich die aus diesem Budget. Das ist vielleicht aber auch, liegt auch wieder an meiner sehr freundlichen Kommune, die das gut interpretiert. Die dürfen das so machen, die Kommunen, das macht nicht jede. Nee. Was wir daraus lernen, ist, wir brauchen mehr Autonomie in den Schulen. Ja, und ich muss entscheiden können, was ist wichtig für mich an der Stelle, an dieser Schule. Wenn ich ein sehr heterogenes Schülerumfeld habe, brauche ich vielleicht mehr Geld für Software, die mir individuelles Lernen ermöglicht. Manchmal brauche ich einen Sozialarbeiter und ähnliche Dinge. Aber solange sich die Institution, wir sind ja hier im Bundestag, noch darüber unterhalten, ob ich das Grundgesetz ändern muss, wenn ich den Ländern Geld gebe, genau auf der Ebene geht es da zwischen Kommune und Land dann wieder weiter, da ist alles blockiert. Zum Stichwort Autonomie der Schule, ja, die brauchen mehr Budget, wo sie selber individuell entscheiden können, aber bei bestimmten Produkten und bestimmten Fragen würde es viel mehr Sinn machen, wenn man mindestens auf Länderebene, gern aber auch auf Bundesebene sozusagen eine Institution, eine Einrichtung, eine Instanz hätte, die verhandelt, und damit nicht jede Schule und jeder Schulleiter mit Microsoft extra Verträge aushandelt, sondern dass man einfach als Land sagt, Deutschland kauft dieses oder jenes oder stellt ein Portfolio aus mehreren Angeboten zusammen. Also dass man sozusagen als Land verhandelt mit diesen großen Firmen und das nicht den Schulen im Einzelnen. Rahmenverträge wären das. Ja, klar. Herr Thalhofer, ich würde gerne noch kurz zwei Punkte ergänzen, ja, oder deutlich machen. Also was immer wieder in der Diskussion untergeht, ich bin ja auch in so einem europäischen Verlegernetzwerk, ist das, was die Bildungsmedien anbelangt, jetzt egal ob print oder digital, wir chronisch unterfinanziert sind. Bei uns sind die
Beträge, die Nominalbeträge etwas höher. Wenn man da tatsächlich hinschaut, so zwischen 1500 Euro, in den Niederlanden sind es deutlich über 200 pro Schüler, auch in anderen skandinavischen Ländern. Also da wird einfach in diese Unterstützung für diesen Lehr- und Lernprozess deutlich mehr investiert. Und ein Beispiel will ich auch noch geben, Dänemark, unser nördlicher Nachbar, die sind ja auch sehr weit. Und die hatten A, natürlich ein Programm, um die Infrastruktur zu schaffen, und B, hatten die auch über einige Jahre einfach einen Sondertopf aufgemacht, um digitale Medien zu finanzieren. Und das hat einfach Wirkung gezeigt. Die sind auf einem ganz anderen Niveau, wenn man sich dort auch dänische Schulen anschaut, als wir das sind. Nun haben die Dänen auch weniger Datenangst als wir, sonst gäbe es auch nicht das die stimmt. nationale Gesundheitsdatenbank. Jetzt bitte, Sie. Also zwei Dinge, wo ich widersprechen muss. Also es gibt genügend Rahmenverträge, die Schulen und Kommunen oder auch ganze Länder abschließen in Deutschland. Traditionell ist das bei Microsoft der FIU-Rahmenvertrag. Den verkaufe ich selber, also weiß ich, wovon ich rede. Das geht in Stadt Köln, kauft den jetzt zum Beispiel. Also das heißt, da werden 300 Schulen in die Lage versetzt, mit einem Rahmenvertrag dann entsprechend Lizenzen zu beziehen. Also das gibt's alles, wird unterschiedlich genutzt. Das Problem, was wir da haben, ist im Zweifelsfall der Entscheidungsträger in der Kommune, der das eigentlich weiß, auch nicht beurteilen kann, ob er das brauchen kann oder nicht. Das wird sie dann treffen. Das ist ein großes Thema auch für uns, wenn es darum geht, bestimmte Dinge zu organisieren. Und was mir noch wichtig ist, dass der Schulleiter auch in die Lage versetzt wird, zu entscheiden, was er da kauft. Also das ist bei Ihnen jetzt mal ein Sonderfall, Herr Bettscheider. Andere Schulleiter sind nicht so interessiert, wenn es um die digitale oder mediale Ausstattung einer Schule geht. Das muss man auch mal ganz deutlich sagen. Da ist viel Aufklärungsbedarf notwendig, aber grundsätzlich, und das muss ich dann als Unternehmer sagen, nicht nur als Verbandsvertreter, uns würde es nicht geben, wenn nicht genügend Geld in Deutschland unterwegs wäre. Das ist auch so ein Trugschluss. Wir haben jährliche Wachstumsraten, uns gibt es seit 18 Jahren oder fast 18 Jahren am Markt, und das Geld ist in der Regel falsch allokiert. Das ist so eine Geschichte, die man durchaus lösen kann. Und die Bundesmittel würden wir im Zweifelsfall, nehmen wir die gerne mit, aber richtig brauchen tun wir sie nicht. Das ist ja auch eine Message. Bitte, Sie erst und dann Sie. Ja, also ich wollte nochmal als Grundlage für diese Finanzierung erst nochmal sagen, dass was wir beobachten, also beim Lernmanagementsystem ist ja so, dass die Schulen eher anfangen, sich selber darüber intern auszutauschen, wie sie ihr Curriculum eigentlich aufbauen und dafür eben so ein flexibles Werkzeug. Das muss nicht ein LMS sein, das können auch andere Werkzeuge werden. Vorhin Villa Wevers pushen, die das mit Apple Werkzeugen zum Beispiel machen, was es auch immer ist. Der Trend geht ja mehr dahin, dass die Schulen sich selber ihr Curriculum aufbauen und erstellen. Und dann wollte ich mal die Frage stellen, sind überhaupt diese Zulassungsverfahren, wie wir sie haben, sind die überhaupt noch haltbar? Weil das viel mehr von den Prozessen ja an die Schulen verlagert wird eigentlich, wo wir ja auch kompetente Menschen haben, die eben so ein Curriculum bauen. Und dann braucht man eben auch irgendwelche Werkzeuge, mit denen man den Prozess gestalten kann. Es geht ja auch hier heute wieder ganz viel darum, was macht jetzt eigentlich der Lehrer mit dem Schüler? Es geht ja auch erstmal in einem Schritt davor darum, wie einigt sich eigentlich ein Lehrerkollegium kollaborativ darauf, was sie eigentlich zusammen machen? Wie gießen sie das dann in ihr eigenes Curriculum um? Und da sind, so wie Herr Thalhofer das vorhin gesagt hat, die andere Länder ja auch viel weiter, weil sie nicht diese gesplitteten Zuständigkeiten haben. Da gibt es ja eher Aufbauten, da gibt es dann zum Beispiel in den USA gibt es Leute, die heißen Curriculum Directors, die sind halt pro Schulträger dafür zuständig, ein Curriculum eben aufzubauen, wo dann die Schulen wiederum auch einzeln das irgendwie weiterentwickeln können, mit welchen Werkzeugen auch immer. Oder in Finnland genauso, da gibt es auch so Prozesse, wo halt die lokalen Ebenen nochmal gestärkt werden, das Curriculum umzusetzen. Und hier haben wir dann verschiedene Zuständigkeiten, verschiedene Käufer und so weiter im föderalen Bildungssystem. Und jeder ist für was anderes zuständig, deswegen kommen solche Systeme auch so schlecht in Gang. Aber die Ziele stehen doch fest, nicht, Herr Bettscheider? Im Großen und Ganzen stimme ich zu, was Sie da so fordern, aber es kann nicht jede Schule sein eigenes Curriculum basteln. Das kann eine Schule machen, die nicht öffentlich, na, zugelassen schon, aber die nicht die eine Ersatzschule oder eine öffentliche Schule ist. Wir haben schon ein Kerncurriculum, das wir unterrichten müssen. Das ist inzwischen auch ein bisschen schlanker, als das noch vor 15 Jahren war. Und wir können dann unser eigenes Schulcurriculum draufsetzen. Wir können überlegen, wie wir die wesentlichen Ziele, die dort formuliert sind, in dem Kerncurriculum erreichen. Da hat man Freiheiten und dann braucht man auch die Autonomie. Aber erlauben Sie mir noch, ich habe jetzt dreimal gehört, dass andere Länder alle viel weiter sind.
Ich glaube, eine große Hürde unserer Diskussionen hier in Deutschland über Bildung ist immer, dass wir unser Bildungssystem so schlecht reden. Ich habe nun als Leiter einer internationalen Schule gearbeitet mit der amerikanischen, kanadischen, britischen und deutschen Abteilung. Und ich kann Ihnen sagen, das war eine deutsche Gesamtschule im Grunde und das waren auch nicht alles nur Bildungsbürgerkinder. Die deutschen Schülerinnen und Schüler waren mit die besten Schüler. Die haben da auch teilweise, haben die gewechselt dann in die kanadische Abteilung, nicht in die amerikanische aus gutem Grund, aber selbst da waren die mittelmäßigsten deutschen Schüler gut. Also das deutsche Schulsystem ist nicht so schlecht, wie es hier immer geredet wird. Es ist ein bisschen innovationsfeindlich, das kann man schon sagen, und wir müssen ganz dringend darüber diskutieren, wie man es besser machen kann. Aber ich würde jetzt nicht das Bad mit dem Kind ausschütten. Ja? Also das ist ein bisschen übertrieben. Vielen Dank. Bitte. Ich würde gerne noch. Ich stelle jetzt mal eine Frage. Ich würde gerne noch was zu dem Curriculum sagen, weil vorhin auch die Frage im Raum stand, was sozusagen die Erfahrung ist mit Schulen. Also ich habe jetzt in 7 Bundesländern mit an die 100 Schulen Kontakt gehabt und habe so in jedem Bundesland ist es in der Regel so, es gibt dieses das Kerncurriculum, was vom Land vorgegeben wird, und dann setzt sich jede Schule einzeln hin. Jede Schule setzt sich einzeln hin und überlegt, wie sie den Zweiten Weltkrieg im Unterricht herunterbrechen soll, die Reichsgründung oder die binomischen Formeln vermittelt werden sollen. Und das ist ein unglaublicher Irrsinn, wie da Ressourcen, Kapazitäten und Menschen verbrannt werden. Also ich aber Frau Bock, das wundert mich jetzt. Ich meine, es gab ja diese ganz kleinteiligen Lehrpläne. Ja, ich bin ein bisschen älter als Sie. Ich habe die noch erlebt, auch in meiner eigenen Schulzeit. Und damals haben sich Lehrer gegängelt gefühlt ohne Ende. Jetzt haben sie Freiheiten, nur ist es auch wieder nichts. Jetzt wollen sie am liebsten Vorschriften haben. Also wir müssen uns, glaube ich, wir haben die Bildungsstandards, das Ziel steht fest. Und dann ist es doch auch sinnvoll, dass ein Lehrer oder ein Kollegium sich darauf einigt, wie sie diese Ziele erreicht. Und dass man nicht mehr vorschreibt, ob jetzt von Goethe Faust 1 dann gelesen wird oder eben nicht, sondern dass das auch Lehrer selbst entscheiden können, abgesehen davon, dass ich der Meinung bin, dass Goethe Faust 1 sowieso gelesen werden muss. Aber bitte, Herr Bettscheider. Genau. Das. Und um das mal zu entschärfen, was Sie sagen, die Kollegien, die da keine Lust drauf haben, die können sich die Schulbücher nehmen, da gibt es das wunderbar, ist das Kerncurriculum abgebildet. Man kann das 1:1 übernehmen, das wird doch sogar akzeptiert von einem Qualitätsinstitut. Das gibt es, aber man hat jetzt, ich bin ein absoluter Befürworter von diesem Kerncurricula, man hat jetzt wirklich die Möglichkeiten zu gucken, wo ist in seiner eigenen Fachgruppe, in seiner eigenen Schule, wo liegen da die Stärken, wo liegen die Potenziale. Wenn es da einen gibt, der sich in einem bestimmten Bereich der Geschichte besonders gut auskennt, warum soll man nicht exemplarisch in dem Bereich, wo wir die Stärken haben, wo wir das Wissen haben, warum sollen wir da nicht unsere Schwerpunkte setzen als Schule? Also ich würde mir als Schule ungern diese Freiheit nehmen lassen. Wieder. Gut, jetzt Ihre Frage, bitte. Sie hatten vorhin gesagt, Hasso-Plattner Schulcloud, Sie hatten die auch schon öfter erwähnt. Ich würde mal gerne wissen, ob irgendeiner hier weiß, was da überhaupt stattfindet. Geld haben wir genug, sonst hätten wir die nicht engagiert. Ist ein Forschungsprojekt und ich möchte wissen, was Sie mit dem Geld gemacht hätten und ob Sie wissen, was da passieren soll in dieser Schulcloud. Ja, ich war vor ein paar Wochen noch auf der MINT-EC-Schulleitertagung in Hamburg. Da wurde die HPI-Cloud auch in einem Workshop vorgestellt. Die machen also das ist da schon, das Hasso-Plattner-Institut in Potsdam, um genau, es klar zu sagen. Die den Auftrag haben, das zu entwickeln. Ich finde das auch, ich arbeite jetzt mit einer anderen Cloud, mit Ex-Konzept zusammen, aber ich finde, das geht eigentlich schon in die richtige Richtung. Und man darf diese Entwicklung auch nicht allein den Konzernen überlassen, auch wenn die das wahrscheinlich besser können. Aber HPI darf ja auch von denen klauen dann Ideen und Ähnliches. Da werden schon sinnvolle Dinge gemacht, aber das wird jetzt zu sehr ins Detail führen. Können wir vielleicht danach nochmal kurz klären, was da gemacht wird. Kann man aber, glaube ich, auch googeln, HPI Cloud. Ja. Ich begleite die wissenschaftlich jetzt seit anderthalb Jahren und wenn Sie da Interesse haben, kann ich Ihnen gerne ein bisschen was dazu erzählen, was passiert in den Schulen damit. Danke. Herr Thalhofer, direkt nochmal dazu. Direkt nochmal dazu. Also zum einen, wir kooperieren auch mit der Schulcloud, um zu überlegen, wie wir unsere Lernlösungen darüber auch ausspielen können. Und das führt mich nochmal zu einem Punkt, den wir auch unbedingt ansprechen sollten. Im Moment führen wir Gespräche mit HPI, mit Logineo, mit MEBIS und mit weiteren Landessystemen. Und da geht es immer darum, wie funktioniert das ID-Management, wie funktioniert das Lizenzmanagement. Und das sind so Rahmenbedingungen, weil wir eigentlich auch bei dem Rahmenbedingungsthema sind, was wir klären müssen.
weil im Moment unterschiedliche Standards, unterschiedliche Verfahren, das macht einen verrückt. Also sowohl die Schulen, die Lehrer mit unterschiedlichen Logins, wie auch die Anbieter, die eigentlich hier Inhalte ausspielen wollen. Das würde übrigens tatsächlich helfen, wenn es einfach tatsächlich zentral geregelt eine Art Stichliste, Stichwortliste, Checkliste gäbe, was muss eine Cloud, wenn man eine Cloud auf den Weg bringen will, was muss sie haben, um sozusagen den datenschutzrechtlichen Grundlagen in Deutschland zu entsprechen. Das wäre sowas, was auf Bundesebene gut angestoßen werden könnte. Die KMK macht ja sowas in der Art schon. Mhm. Ja. Eine Frage noch und dann würde ich gerne nochmal ans Podium zurückgeben. Sie hatten eine Frage da hinten. Tina Feigl, Privatschulverband. Da wir ja jetzt schon gesagt haben, dass wir auf die Lehrerkrise zusteuern und dass wir einen großen Lehrermangel haben, schien es mir eigentlich sehr logisch, dass wir die Konzepte wie Simple Club oder Better Marks tatsächlich da ausbauen und die paar Lehrer, die wir dann haben, so qualifizieren, dass sie kompetent begleiten und moderieren können, was Lernen ist. Aber in Ihren Aussagen eben klang das jetzt so, als sollten wir doch tatsächlich wieder jeden Lehrer einzeln hinsetzen und sein eigenes Curriculum überarbeiten lassen. Da ist jetzt, also für mich kam das jetzt eben so rüber. Nee, ist gut, dass jeder wieder sein eigenes Curriculum macht. Nee, das habe ich nicht gesagt. Ich glaube, das hat er nicht gesagt, sondern er hat gesagt, wer das nicht machen will, kann auf die Schulbücher zurückgreifen und hat dann alles kleinteilig da, ne? Ja, die Fachkonferenz. Genau. Ja, wenn man, sagen wir mal, man hat 10 Mathelehrer in einer Schule, dann können die sich ein eigenes Schulcurriculum entwickeln. Und das finde ich gut, weil man dann gucken kann, welche Stärken habe ich in meinem Kollegium und wo wollen wir Schwerpunkte setzen, Wirtschaftsmathematik oder andere Dinge, solange die Kernvorgaben erfüllt werden. Das ist doch eine super Freiheit, die möchte ich mir doch nicht nehmen lassen. Herr Thalhofer, Sie haben eben schon angefangen zu sagen, wie müssen sich welche politischen Rahmenbedingungen ändern. Ich würde jetzt gerne von allen von Ihnen noch mal wissen, was halten Sie für vordringlich? Was würden Sie auch Frau Suding mitgeben? Wo muss man am ehesten welche politischen Rahmenbedingungen ändern, damit das in den Schulen klappt? Bitte, unabhängig von Digitalpakt jetzt. Also aus unserer Sicht zentral ist tatsächlich, was mehrfach schon angesprochen wurde, ist das Thema Lehrerqualifizierung, Lehrerbildung. Und das ist ja vorher auch schon angesprochen, Gott sei Dank auch Teil des Digitalpakts. Und das halte ich einfach, weil Lehrer immer die Schlüsselressource sind, halte ich für das zentrale Element. Das Zweite hatte ich schon vorher angesprochen, die Finanzierung. Nun ist es jetzt von Lernmedien nicht wirklich direkt Teil von Digitalpakt, aber das wäre dann eher so auch ein Appell an die Länderebene, sich da zu überlegen, wie sie unterstützen können. Das Thema Interoperabilität, also welche Standards gibt es, welche Systeme sprechen miteinander, da ist, finde ich, mit der HPI Schulcloud ein guter Ansatz da. Gleichzeitig beobachten wir, dass einige Länder sagen, ja, werden wir nutzen, andere sagen, auf keinen Fall. Also da braucht es eine Verständigung zwischen Bund und Ländern, wie man das wirklich, diese Rahmenbedingungen auch technologisch gestalten will. Und Datenschutz ist für mich eigentlich so ein Punkt, wo es Regelungsbedarf gibt, vermutlich. Ich bin da aber nicht der Experte, eher auf Landesebene. Mhm. Also noch eine Antwort, eine Anmerkung. Was mich fasziniert hat, in den Niederlanden gab es so einen Prozess zwischen Bildungsministerium, den Schulträgern, den Anbietern zu einem Standard zu kommen und einer Zertifizierung. Und das heißt, diejenigen Anbieter, die diese Zertifizierung sozusagen erhalten, sich da auch selbst verpflichten, da gibt es auch, glaube ich, Stichprobenprüfungen, können in Schule eingesetzt werden. Und das finde ich ein ganz tolles Verfahren, weil alle eingebunden waren und letztendlich ein Standard verabschiedet ist, der auch völlig transparent ist, der nachgeschlagen werden kann. Und der dazu führt, dass Klarheit besteht. Mhm, vielen Dank. Frau Kruse? Da kann ich mich auf jeden Fall anschließen, was die Lehrerbildung und Lehrerinnenbildung anbelangt. Auch wenn wir hier sehr, sehr gute Kompetenz am Podium haben, kann ich aus meiner Praxiserfahrung berichten, dass das nicht immer so schön ist und so vorliegt und das sehr wichtig ist. Neben dem schon angesprochenen Budget für eben digitale Inhalte, das ich auch gerne explizit sehr wichtig finde, damit man sich eben auch damit auseinandersetzt, damit es halt auch für die, die es vielleicht noch nicht für so wichtig erachten, dass es eben da auch mit auf das Radar nochmal drauf kommt. Und wo gerade, also klar, Datenschutz, das sind alles Dinge, die müssen geklärt werden, aber ich finde es auch schade, dass man so lange darüber diskutiert, weil Fakt ist, es wird digitaler, es muss geklärt werden.
und es ist jetzt auch nicht so kompliziert zu klären, was da gemacht werden muss, weil so viel, also es soll ja, so wie in Deutschland üblich, alles verschlüsselt und alles super sicher sein. Das kann man dann auch irgendwie entscheiden, also weil da gibt es genug Leute, die genug Kompetenz haben und da auch Vorgaben und Richtlinien erstellen können. Da verstehe ich die Diskussion an der Stelle auch gar nicht so stark mehr. Und dann bleibt natürlich, wenn wir jetzt Software schon besprochen haben und eben Budget für Software, bleibt natürlich noch die Hardware. Auch da Rahmenbedingungen, gerade auch von unserer Seite nochmal. Wir entwickeln natürlich auch gerne, auch wenn es nicht unser, vielleicht unser Hauptgeschäft ist, irgendwie Software und Spiele für den Unterricht, aber da müssen wir natürlich auch irgendwie so ein bisschen eine Sicherheit haben und wissen, naja, für welche Technologie, für welche Plattform, was wird jetzt unterstützt, und da ist halt natürlich auch in den Ländern, in den unterschiedlichen Schulen, so groß sind die Unterschiede so groß, wenn die eine Schule auf iPads gesetzt hat und man damit halt ankommt, dann hat die andere Schule vielleicht nur ein Smartboard, was jedes Mal, wenn ich da bin, kaputt ist und auch niemand bedienen kann. Also da hilft es natürlich auch eben wirklich Rahmenbedingungen zu schaffen, von Internet bis eben zu welchem System auch immer, dass man halt sagen kann, okay, wenn man jetzt für eine bestimmte Plattform entwickelt, dann kann das auch jede Schule in Deutschland benutzen. Danke. Frau Bock? Aktuell wird das Thema digitale Bildung in der Schule in zwei Silos gedacht, aus meiner Perspektive, in zwei zentralen Silos. Das eine ist Infrastruktur, dass man überlegt, was braucht die Schule an Präsentationsflächen, an WLAN und so weiter. Und das andere ist, was braucht es an Inhalten? Und was ganz klar aus meiner Perspektive ist, bei digitalen Medien gehen die Infrastruktur, die Hardware und die Software zusammen. Und wir haben immer noch die Struktur, dass der Schulträger für den Raum und die Infrastruktur und sozusagen das Drumherum verantwortlich ist, und andere, je nach Bundesland, je nachdem, wo wir sind, die Eltern oder die Stadt oder jemand anders für das Medium bezahlt, mit dem in dieser Infrastruktur gearbeitet wird. Und das muss man aufbrechen, weil ich komme immer an den Punkt, wenn ich mit Leuten zum Beispiel aus der KMK spreche oder Personen aus Bildungsministerien, dass die auf einmal da sitzen, auch wenn die bundeslandübergreifend zusammenkommen, und dann gucken sie mich fragend an und sagen, ja, aber das ist doch jetzt Verantwortung vom Schulträger und das ist doch jetzt Verantwortung von jemandem anders und das muss sich ändern. Das muss sozusagen möglich sein, dass man Infrastruktur, Hardware und Software zusammen verantworten kann und für sich ein Produkt bauen kann. Danke. Herr Bettscheider? Also ich stimme erstmal allem zu, was vorher gesagt wurde. Das Hauptproblem, das ich sehe, die Hauptbremse für Innovation, es geht ja gar nicht nur um digitale Bildung, sondern es geht allgemein um Innovation und Weiterentwicklung von Schule und Unterricht, ist eben die fehlende Autonomie der Schulen. Wir sind dadurch ausgebremst, dass für Sachkosten sind die einen zuständig, für das andere die andere. Vielleicht noch eine Anekdote, wenn wir noch so viel Zeit haben, zum Thema Datenschutz. Als dann am 25. Mai dann die Datenschutzgrundverordnung kam, habe ich mich an meinen Schulträger gewandt und die haben gesagt, nee, dafür ist das Land zuständig. Dann habe ich in Köln angerufen, unsere Bezirksregierung, die haben gesagt, nee, dafür ist die Gemeinde zuständig. Ja, und auf der Diskussionsebene befinden sie sich ja hier im Bundestag im Moment auch. Solange solche Diskussionen geführt werden, werden jegliche inhaltlichen Probleme immer politisch beantwortet und nicht auf der Sachebene. Es kann Ihnen kein Mensch sagen, was ein öffentlicher Schulplatz in Deutschland kostet. Es gibt zwar Berichte, es gibt auch vom Statistischen Landesamt immer wieder Kosten, aber die decken ja immer irgendwie nur einen Teil der Kosten ab. Kein Mensch weiß, was es kostet. Die armen Politiker müssen dann entscheiden, sollen wir mehr Geld in Bildung geben oder nicht. Die haben überhaupt keine Vergleichsmöglichkeiten, weil die Strukturen so kompliziert sind, dass es keiner merkt. Das ist zum Beispiel in den Niederlanden anders. Da gibt es ca. 7.500 Euro pro Schüler pro Jahr. Dann kann die Politik sich auch hinsetzen, kann sagen, so, Digitalisierung, das ist keine einmalige Aufgabe, das ist eine Sache, die kostet alle 2-3 Jahre, kostet die wieder Geld. Das wird so und so viel Geld, wird das kosten, wenn wir das wollen, legen wir das oben drauf. Ja, also das ist einfach mehr Schulautonomie, sonst bremsen Sie jegliche Innovation aus. Gut, vielen Dank. Ich danke Ihnen, dass Sie bis zum Ende da geblieben sind, dass Sie sich beteiligt haben und zugehört haben, und ich danke Ihnen auf dem Podium. Applaus